Passing face, you don't intend to mend your ways.
like to learn to know you well. I'm turning flip-flops. I can tell that you'd like to stay. Ja, turn the world upside down. Turning flip-flops. In your own sweet way. Mm-hmm. Dave Brubeck hat's gespielt, aber auch Miles Davis, Sonny Rollins, John so Coltrane, viele. Spektakulär. Mhm. Und eine unfassbar schöne Solo-Fassung von Bill Evans haben wir auch im Angebot. Und natürlich die von Sabine Gülich und Laia Ginsch auf Spotify zum Beispiel. Und hier auf der Firmenterrasse der Firma Bechtle in Bonn. Großartig. Wir dürfen heute hier sein und es ist uns eine große Freude, eine große Ehre, dieses Konzert gemacht. Zu spielen. Und da haben wir auch schon wieder mal alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Wunderbar. Und das ist auch schon der Titel vom nächsten Stück und den hast du geschrieben. Mhm. Denn ich hatte so einen Freund, der hat immer gesagt, doch, da habe ich alles richtig gemacht. Und irgendwann saß ich in unserem Häuschen mit den Kindern und dachte, okay, da habe ich alles richtig gemacht. Am Ende vom Song ist so eine Zukunftsversion. Ich träumte mir mein liebes Herz von dir. Und ich sah mich auf einmal in alt auf dieser Terrasse sitzen, so in 70 Jahren ungefähr. Oder vielleicht auch in 40 oder 30. Ja. Endlich ein Haus aus Holz, da hab ich wirklich alles richtig gemacht. Fenster fängt Sonnenschein, so hab ich mir das vorgestellt. Arbeiten mit Balkon, das hätte ich mir kaum schöner ausgedacht. Und ein patenter Mann mit nem Humor, der mir gefällt. Die Kinder auf der Schaukel gleich im Spielhaus, dort im Garten. Und der Braten im Ofen ist gleich durch, noch ein Salat, ich denk mir grad. Und da hab ich wirklich alles richtig gemacht. Und im Garten da mäht ein Roboter das Gemüse. Ist natürlich ganz klar biologisch und automatisch bewässert und erntereif. Ach, wir bleiben noch mal in der Bluesform, oder? Und wir gehen mal in den Wetter. Und im Garten, damit der Roboter die automatische Bewässerungsanlage ist manchmal vom Wind mitgenommen, dann bläst sie alles weg. Was soll ich sagen? Heute sind die Kinder groß, da hab ich wirklich alles richtig gemacht. Ach, der eine ist Ingenieur, der andere tingelt um die Welt. Frühstück auf der Terrasse hätte ich mir kaum schöner ausgedacht. Gebaut hat's
ist der Patentemann mit dem Humor, der mir immer noch gefällt. Corona ist längst Historie, mit Abstand an seiner Einsamkeit im Garten. Tomaten, Kräuter, Gurken und Salat, ich denk mir grad, da hab ich wirklich alles richtig gemacht. Da hab ich wirklich alles richtig gemacht. Da haben wir wirklich alles richtig gemacht. Stürmische Zeiten. Stürmische Zeiten. Ich fand den Text Corona ist längst History mit Maskenabstand, Einsamkeit im Garten, Tomaten, Kräuter, Gurken und Salat. Ich denke mir gerade, da freue ich mich drauf. Was denn Corona? Corona ist längst History. Wenn es dann soweit ist. Mit Maskenabstand, Einsamkeit. Masken sind ja ein wichtiges Thema gerade. Offensichtlich, ich habe gelesen, dass ganz in der Nähe von meiner Heimatstadt, Gera, in Jena, da haben die irgendwie die letzten Tage ganz wenig Infizierte gehabt, weil die so eine allgemeine Maskenpflicht eingeführt haben. Ne? Das halte ich für eine eigentlich ganz gute Idee. Nun schauen wir mal, wie das funktionieren soll bei uns. Das könnte doch was werden, oder? Jo, das könnte was werden. Ich weiß ja nicht, wie das in Berlin werden soll, da wo ich herkomme, wa? Da in den ganzen S-Bahnen und so und den Bussen. Meine Güte. Aber das werden wir ja erleben. Das werden wir alles erleben, ne? Genau. Heute Morgen im Radio von einem Mecklenburg-Vorpommerschen Menschen. Da sind ja ganz wenige Infektionen. Gut. Ja, wir hierzulande haben natürlich mehr. Wir sind ja auch viel mehr. Das ist ja, liegt ja auf der Hand. Ich hatte neulich so einen schönen Vorschlag gesehen von einem Trikini. So, Trikini? Ach, Trikini, wie schön. Das ist ja fast so gut wie der, wie hieß das nochmal? Da war doch so ein, du weißt schon. Ich weiß schon. Ach nee. Irgendwas mit Burka und Bikini war da mal. Weißt du noch? Also, It's a Reggae Wall spielen wir jetzt. Und geschrieben von Dave Brubeck in einer interessanten Taktart. Und auch hier werden die Saiten nicht halten. Ich gebe dir mal meinen Saitenhalter. Super. Der muss jetzt die Saiten wechseln, Daniel. Ah, Hintenrum, wir gucken mal, wie das geht. Ach, so super, eine Mikroklemme ist doch herrlich. Patente Menschen. Wenn man das alles brauchen kann. Ja, sehr schön. Colin McRae hat den Text das erste Mal gesungen 1961 im Basin Street Café in New York. In einer sehr interessanten Fassung, wo sie auch immer mal zählt, weil Dave Brubeck natürlich bekannt ist, wie durch Frau Professor Ilse Storb in der Dissertation, nein, in der Habilitationsschrift und natürlich auch, naja, jedem anderen Musiker, der zuhört, dass das in einer komischen Taktartvermischung stattfindet. Und Carmen McRae leitet dieses Lied folgendermaßen ein. One, two, one, two, one, two, a one, two, three, a one, two, three, a one, two, a one, two. Thank you.
Übrigens, wenn einem dieses wunderschöne Konzert gefällt, für Bonn Live, ist natürlich eine phänomenale Idee, Musiker in interessante Locations zu transportieren und dort Livestream-Konzerte anzubieten. Und natürlich kostet das Geld. Und natürlich ist es großartig, wenn Sie, wenn es Ihnen Spaß macht, und vielleicht, wenn es Ihnen keinen Spaß macht, dann als Ermutigung, um noch viel größerartigere und bessere Künstler zu engagieren, ganz viel Geld oder nur ein bisschen. Das, was Sie gerade können, wenn Sie denken, das wäre ein Konzertbesuch, was würde ich denn dafür bezahlen? 6,12 Euro, 25, Theaterbesuch 37, Musical 112, erste Reihe Musical 324, Robbie Williams Konzert nicht gekriegt, auf dem Schwarzmarkt gekauft, 7.000 Euro. Das dürfen Sie alles spenden. Die Nummer finden Sie eingeblendet. Ja, für den guten Zweck und damit das Ganze, wenn wir irgendwann wieder da rauskommen, weitergehen soll, damit wir eine Kulturlandschaft weiterhin vorfinden können. Mein Gedanke schon vor einiger Zeit war, dass es so, wie wir es bisher gemacht haben als Menschheit, tatsächlich gar nicht weitergehen kann. Und einfach, weil die Kapazitäten des Planeten endlich sind. Und ich habe ein Lied geschrieben, weil es mir so im Herzen liegt, dass wir viele Dinge verändern müssen. Und ich denke, dass eigentlich jetzt eine gute Chance ist, eine tolle Zeit, tolle Gelegenheit, um viele Dinge anders zu machen. Wir sehen jetzt, wir können, wenn wir wollen. Und das finde ich ganz großartig. Wir können, wenn wir wollen. Super. Und das Stück heißt Kalbim. Das ist türkisch für mein Herz. Weil es, als ich es geschrieben habe, war es wirklich so, es kam so aus mir raus, es musste gesagt werden. Genau. Talk. Am I too frank when I say this?
there's no other way except this one. We gotta go together. Am I too frank when I look at you and say, start now? Am I too frank when I say, every one of us carries responsibility? Am I too frank when I say, it's now more than 2,000 years away and longer, and what have we done? Too frank to ask for humanity and justice. When I search for another life, do you call me naive? When I believe heaven must be on this earth. Yes, heaven must be on this earth. Where else should it be? Here must be paradise. Here must be peace. Here's the land of milk and honey, richest fruits and sundowns in all colors, cities and fairy tales and people smart and wise and beautiful as never seen. This beauty within one look, thousand words in silence, this contradiction, life so beautiful, so cruel, and my heart doesn't know what it sees, doesn't see what it knows, doesn't feel. Doesn't say what it feels.
feel what it says, doesn't say what it feels. Am I too frank when I say we gotta talk? Am I too frank when I say there's no other way except this one we gotta go? Except this one we gotta go. Except this one we gotta go together. Komposition. Dankeschön. Schönes Stückchen. Dankeschön. Schönes Stückchen. Heute mal in einer ganz neuen Fassung. Ja. Mit anderem Equipment als sonst, aber macht Spaß. Super. Super Dingen da. Auch so schöne weißt Dinge, auch, die kauft man sich dann auf einmal. Ja, und dann kann man rumprobieren, weil ein bisschen Zeit hat man ja doch. Ganz genau. Ja, mit so super. Sachen wie Hat sich gerade eingeschlichen auf einmal ins Programm. Du hast das mit dieser ja, Loopstation. Nicht, ja, genau. Also ja. Ich musste das mal ausprobieren, wie man da so verschiedenste Stimmen draufkriegt und wie man alles wieder löscht. Zack, 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 weg. Wir kommen zu einem Song von Paul Desmond, eigentlich ein Solo von Paul Desmond, was du in der großen Kunst der Vokalise vertextet hast. Das heißt, auf ganz, ganz viele Noten, in kürzester Zeit, kommen ganz, ganz viele Wörter. Und das auch noch in poetischem Anspruch und lyrischer Kunst. Große Meister gibt es, die das gemacht haben in den 50er, 60er Jahren. Meistens waren die Meister englischsprachig, aber nachdem wir nur deutschsprachig sind, dachte ich, ich mache das mal auf Deutsch. Das Stück ist meinem Großvater gewidmet, der jetzt 104 Jahre alt wäre. Und eigentlich diesem Gefühl, das man hat, wenn man das Lächeln seiner eingeschlafenen Kinder sieht, in dem Fall war es mein Einjähriger an dem einen Arm, der Vierjährige an dem anderen Arm, und die schlummerten so ein, darum heißt das Stück auch Sweet Slumber, und auf einmal sah ich in dem Lächeln das Lächeln meines Opas und meines Vaters. Und darum geht's in Sweet Slumber. Eigentlich kommt das Stück von der Platte Impressions of Japan oder aber auch die 1973er Version We All Together for the First Time mit Paul Desmond und Gary Mulligan. Da kommt das Solo her, das ich vertextet habe. Eine CD, die ich meinem Opa geschenkt habe, der eigentlich nur Klassik hörte. Und dann saß er immer da mit seinem Kopfhörer am leicht geöffneten Fenster und der Wind vor ihm durch die weißen Haare. Koto-Song, so heißt der Song auf der CD. Ein japanisches Saiteninstrument. Sweet is your dream, time is standing still, while the slumber takes your far away on his way. Little one, as you breathe slow, the busy day is gone, running around with all your friends, sing songs you invent, exploring, building a home where you're fighting against the little mermaid's theme. Rocket to fly us
through time and space. You are almost four, see much more than a busy adult's eye. Mommy, tell me how can you know and tell me why? Questions that you pose, my little boy. Why do we just drink milk that is produced for little calves from the cow? Why do the plants help us and make the air much better? Why is the flesh already here and then this boom that comes so late? How does the winter get into our sink? What happens when we mix up these two things? How does a cold stay out of me and you? But who was the first to have a belly with a baby inside? What's love? All these questions are passing by me. The sweet slumber takes me back to being little too. Spektakulär auf dieser Terrasse. Wahnsinn. Ja. Total toll. Wie der Wind durch deine Haare fährt. Es könnte eine Windmaschine gar nicht so schön machen. Es ist einfach, wenn ich da so rüber gucke, oh, what a beauty. Amazing. Bei dir muss man fast aufpassen, dass nicht irgendwelche Rotkehlchen oder Rotschwänzchen vorbeifliegen und sich fragen, ist da ein schönes Nest, auf dem ich mich einnisten kann? Das sieht doch bequem aus. Das schöne Nestchen. Ja, unten sah ich ein Rotschwänzchen. Bei uns zu Hause sind sie seit ein paar Tagen wieder da. Wir haben seit Jahren so eine Rotschwänzchenfamilie, die im Hochhaus gegenüber in so Holzbalken immer reinklettert und da ihr Nest baut. Irgendwann fliegen sie wieder weg. Und irgendwann, jetzt sind sie gerade, vor 2 Tagen sind sie wiedergekommen und setzen sich dann immer demonstrativ auf unser Spielhaus, wenn wir da sind und machen so typische Rotkehlchenbewegung so. Fast um zu sagen, hast du mich gesehen? Ich bin wieder da. Ja. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Das Rotschwänzchen. Und das Rotkehlchen ist auch aufgetaucht. Das war letztes Jahr nicht da. Oh. Und von Meisensterben ist ja bei uns in Aachen nichts zu merken. Super. Keine Blaumeisen. Ich glaube, ihr habt NRW nicht so nicht viele so Blaumeisen, ne? Wir haben viele Blaumeisen. Doch. Wir haben sogar einen Nistkasten für die Blaumeisen. Gut. Ist aber noch nicht bezogen worden. Nimm fünf. Ach ja, und
nochmal der Hinweis auf die Informationseinblendungen, sicher am unteren Rand dieses Videos. Nehmen Sie sich die zu Herzen. Gucken Sie mal, was noch übrig ist sozusagen, was Sie für Kunst und Kultur, für die Veranstalter in Bonn dazu tun wollen, dazu tun können, wie wichtig Ihnen das ist, das kulturelle Leben. Ja, Bonn, ich bin ja eigentlich Berlinerin und dann bin ich nach Köln gezogen und dann kam auch schon ganz bald Bonn dann doch auf den Schirm, weil in Bonn einfach so viel los ist. Es ist schon super. Bonn ist toll, finde ich. Du hast sogar mal hier gewohnt. Ich habe in Doppeldorf gewohnt, eine Zeit lang. Ja. Das ist sehr schön, in Bonn zu sein. Genau, man kann auch einen Bonn-Blues machen mit Bonn, 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 Bonn. Super, klingt vielversprechend. Eher so für Posaune vielleicht. Also kommen wir noch zu dem, glaube ich, größten Hit von Dave Brubeck, Take Five. Und In unserer Fassung, in Our Sweet Our Way. Own Sweet Way. In Our Sweet Way, genau. Und noch die letzte Werbeeinheit für heute. Es gibt ja eine CD von Elijah und mir, die heißt In Your Own Sweet Way. Die Kritiker sagten, oh, sie tun es in their own sweet way. Das hat uns sehr gefreut. Die CD können Sie natürlich bestellen in den einschlägigen Geschäften, aber auch auf unseren Webseiten. Eine Weihnachts-CD haben wir auch. Weihnachten steht ja quasi vor der Tür. Immer. Oh, immer. Quasi. Eine Ladies-CD haben wir auch. Wir haben viele Sachen. Laie hat eine tolle Trio-Platte, gerade wieder eine tolle Duo-Platte rausgebracht. Viele, viele, viele schöne Musik gibt es da zu hören. Nutzen Sie die Zeit, hören Sie sich wunderschöne Musik an, alte und neue. Jetzt mal den 1959 geschriebenen, 1960 aufgenommen, 1961 Platz 1 gewonnenen Hit. Thank you.
Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet. When you smile it's much too discreet. Sends me off my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now. It's alright. Just take five. Ja, yeah, Sabine. Dankeschön. Vielen Dank. Das war's. Dave Brubeck mit Laia Gensch. Und Sabine Kühlich. In Bonn live. Eigene Komposition von dir, Karl Biem. Von dir. Mir. Alles richtig gemacht. Sehr schön. Es war traumhaft mit euch. Ich finde, wenn es so weitergeht, kannst du ruhig noch ein bisschen Genuss. Ein bisschen der Genussfaktor, den könnt ihr anheben mit uns hier. Das ist wunderschön. Ich glaube, so gestalten wir das fort. Genießen Sie die Konzerte, die hier zu Ihnen nach Hause geliefert werden mit Bonn Live. Herzlichen Dank. Falsches Mikrofon. Ba 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 ba
Afterglow. Tschüss.